Es war einmal, vor langer, langer, langer Zeit, als die Erde noch jung war, da gab es der Legende nach nicht nur eine Sonne, sondern sieben. Sieben Sonnen, die rund um die Erde kreisten. Oh, es war eine heiße Zeit und eine trockene Zeit, und die Menschen plagten sich, dem Boden auch nur ein wenig Essen abzutrotzen. Sie fanden keine Ruhe, denn nie war es dunkel genug, als dass sie hätten schlafen können. Und so beschlossen sie eines Tages, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Sie heuerten den besten Bogenschützen an, auf dass er zumindest sechs der sieben Sonnen vom Himmel holen sollte. Oh, er war ein kräftiger Mann und ehrgeizig, und er baute einen Bogen, der war so groß, dass man ganze Wälder dafür abholzen musste. Hunderte waren nötig, diesen Bogen auf einen Hügel hinaufzutragen, von wo aus sie die Sonnen herabschießen wollten. Hunderte mussten ihn festhalten, und er und hunderte andere zogen an der starken Sehne an und legten einen Pfeil ein, der größer war als der größte Baum. Vorsichtig zielte er, und dann ließ er den Pfeil fliegen, und der Pfeil traf eine der sieben Sonnen, und sie zerplatzte am Himmel, und hunderttausende goldener Funken rieselten herab auf die Erde, fielen ins Meer und wurden zu den Seepferdchen. Oh, die Leute jubelten, denn es war ein klein wenig kühler geworden, und am nächsten Tag, da schossen sie die zweite Sonne vom Himmel, und als sie explodierte und herabrieselte, da wurden daraus die Löwenzahnblüten. Am dritten Tag zerbarst die Sonne und ihre Funken wurden zu den Glühwürmchen. Am vierten Tag wurden daraus die Sonnenblumen, und am fünften, da wurden daraus die Sterne, die man damals noch gar nicht wirklich sah. Als nur noch zwei Sonnen am Himmel standen, da beschloss der Bogenschütze, die letzte Sonne, die er nun herunterholen würde, die wollte er sich behalten, damit auch seine Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskindeskinder sahen, was er für eine großartige Tat vollbracht hatte. So band er hinten an dem Pfeil ein langes Seil an, und er schoss vorsichtig, um die Sonne nicht zum Zerplatzen zu bringen. Und tatsächlich, der Pfeil blieb in der Sonne stecken, und mit vereinten Kräften zogen sie alle die Sonne vom Himmel herab. Der Bogenschütze, er versteckte die Sonne in einer großen Höhle, auf dass ihre Helligkeit die Menschen nicht mehr störe. Oh, wie waren die Menschen glücklich. Endlich, endlich war es kühler geworden. Endlich gab es eine Zeit, in der es so dunkel war. Ja, so dunkel, dass man gar nichts anderes tun konnte, als sich zu Bett zu legen und zu schlafen. Oh, sie schliefen jede Nacht nun, und sie waren glücklich und kamen wieder zu Kräften. Doch nach einer Weile, ihr wisst, wie die Menschen sind, da begannen die Ersten zu jammern. Die Dichter, sie sagten, oh, jetzt haben wir so wunderschöne Sonnenuntergänge und kein Licht, um darüber zu schreiben. Die Liebenden, sie sagten, oh, nun haben wir eine Zeit, wo wir nicht arbeiten müssen, aber es ist so finster, dass wir nicht zueinander finden, ohne uns die Köpfe und Zehen anzuhauen. Und jene, die von Sorgen geplagt waren, sie sagten, oh, nun können wir immer noch nicht schlafen, aber wir bleiben nichts anderes übrig, als in die Finsternis zu starren. Tja, so sind die Menschen nun mal. Der Sohn des Bogenschützen, er ging jeden Tag in die Höhle hinein und sah nach der Sonne. Oh, er war stolz auf seinen Vater und er liebte den riesigen leuchtenden Ball. Sein Vater, der hatte vorsichtig den Pfeil herausgezogen, und er hatte das Loch, das der Pfeil geschlagen hatte, mit Kuhhäuten zugeklebt. Und wie der Junge nun jeden Tag die Sonne besuchte, da kam ihm vor, als würde sie schrumpfen. Er suchte verzweifelt, ob die Kuhhäute vielleicht undicht waren, und klebte noch weitere darauf, doch die Sonne, sie schrumpfte und schrumpfte immer weiter. Und der Junge, er hatte den Verdacht, dass die Sonne unglücklich war hier auf der Erde. Als nach einer Weile die Sonne so klein geschrumpft war, dass sie nur noch so groß wie ein Ball war,
Da fasste der Junge einen Entschluss, auch wenn er damit den Zorn seines Vaters oder der ganzen Gemeinschaft auf sich ziehen würde. Er musste die kleine Sonne retten. Und in der Nacht, da schlich er sich in die Höhle hinein und er nahm die kleine, nur noch schwach leuchtende Sonne, versteckte sie unter seinem Umhang und lief mit ihr davon. Hinauf auf den höchsten Hügel lief er und dann nahm er all seine Kraft zusammen und er warf die Sonne zurück hinauf in den Himmel. Dann ging er schlafen und er hoffte, dass die Sonne, die kleine Sonne, sich oben am Himmel wieder festhalten konnte und sich wieder erholte. Als er am nächsten Morgen erwachte und neugierig nachsah, ob nun wieder zwei Sonnen am Himmel waren, da sah er nur eine. Und er war traurig und unglücklich und hatte Sorge, dass er die Sonne nicht weit genug geworfen hatte und dass sie vielleicht irgendwo wieder herabgefallen war und vielleicht irgendwo in einer Pfütze lag oder sonst wo im Dreck. Und er lief den Weg, den er sie geworfen hatte, um sie zu suchen. Doch er fand sie nicht. Und als er am Abend müde in einer Wiese niedersank, als es dunkel wurde, da weinte er sich in den Schlaf. Doch in der Nacht, da erwachte er von einem sanften Licht oben am Himmel. Und als er hinaufsah, da sah er da oben die kleine Sonne stehen, die milde und silbern zu ihm herableuchtete. Und die kleine Sonne, sie sagte, »Hab Dank, du hast mir das Leben gerettet. Ich wäre auf der Erde gestorben. Und ich will, dass alle Welt dir zuliebe sich immer daran erinnert. Seitdem haben wir den Mond, der in der Nacht den Liebenden und den Sorgengeplagten ein Licht gibt und den Dichtern eine Inspiration für neue Gedichte. Und wir haben den Mond, der uns daran erinnert, dass er auf der Erde beinahe gestorben wäre als Sonne, die er gewesen ist, und deswegen schrumpft er und wächst, weil er sich wieder erholt. Und wenn ihr ganz genau schaut, dann seht ihr oben auf dem Mond auch noch die Flicken von den Kuhhäuten, die der Bogenschütze und sein Sohn über das Loch in der Sonne geklebt haben.